quasi jetzt. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Oh Mist. Ach komm. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start und haben im letzten Part dieses hübsche Wegeschehen hier gewonnen. Ja, ich habe jetzt schon mal ein bisschen rumgeguckt, was wir machen können. Also der RX-8 hier wird wahrscheinlich nicht so wirklich Sinn machen, weil zu teuer, um die Leistung dahin zu kriegen. Fakt ist auf jeden Fall, wir brauchen jetzt ein S-Fahrzeug. So, wir gehen jetzt nochmal durch. Auch wenn ich das B-Fahrzeug eigentlich immer noch nicht mag. Wir haben ja hier unseren Foxbody. Den haben wir im B. Dann haben wir ein A-Fahrzeug. Das ist unser Charger. Dann haben wir das A-Plus-Fahrzeug. Ist der Evo. Und jetzt bräuchten wir noch ein S-Fahrzeug. Auch für die nächsten Rennen. Also entweder bringen wir jetzt den neuen hier vor, hoch. Den Ford Crown Victoria. Sieht schon aus wie eine Rennmaschine, ey. Hat halt eine gute Höchstgeschwindigkeit. Aber der ist noch in der A-Plus da. Müssen wir ein bisschen was reinstecken, damit wir den auf S kriegen. Oder wir kaufen uns ein neues Fahrzeug. Ich hätte da einen Porsche 3 GTS. Porsche 3 GTS. Ich zeig's euch kurz. Kostet auf jeden Fall 180.000 das Ding. Dann haben wir aber kaum noch Geld übrig, um da Leistung reinzustopfen, weil der bräuchte dann auch noch ein bisschen Leistung. Damit wir den in S nutzen können. Da ist er. Porsche 911 GT3 RS. Genau. Der wäre dann schon in S, aber gerade am Anfang von S. Das heißt, wir müssten damit erstmal die ersten S-Rennen bestreiten. Also entweder den. Oder den anderen. Den wir gewonnen haben. Das ist echt schwierig. Wir könnten uns auch den hier leisten. Turbo S Cabrio. Oder einen normalen Turbo. Der ist schon fast am Anschlag. Wobei der wahrscheinlich sogar noch besser wäre. Alleine schon von der Farbe her gefällt der mir richtig gut. Porsche 911 Turbo S Exclusive. Wollen wir uns den nehmen? Als S-Fahrzeug? Und dann beim nächsten Mal ein bisschen upgraden. Oder wir machen den jetzt hier upgraden. Und sparen mal ein bisschen Geld. Ich glaube, ich grade den hier ab. Komm, wir legen los. Als allererstes mal der Sportluftfilter. Do it. So, dann haben wir noch eine ECU. Hau rein das Ding. Oh, da geht die Höchstgeschwindigkeit runter. Egal. Her damit. Dann die Einspritzanlage. Her damit. Denk dran, dein Auto Krümmer. Muss mithalten können. Sonst humpelst du durch die Quali. Und das geht so kurz vor der Ziellinie mal gar nicht. Turbolader. Wir müssen vom Fleck kommen. Deswegen nehme ich den Doppelturbolader statt einen Kompressor oder einen einfachen. Dann haben wir kommen ein bisschen besser aus dem Knick. So, Nitro hat da schon richtig gutes drin. Dann brauchen wir noch ein Straßenfahrwerk. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wa? Da müssen wir auch jede Menge Kohle hier in die Karre reinstecken. Bremsen. Ja, komm. Reifen. Straße. Antrieb. Da kriegen wir nur ein paar Punkte. Das lohnt sich noch nicht so wirklich. Bei der Kupplung. Hier haben wir schon das krasseste. Und dann noch das Differential. Müssen wir jetzt auch noch nicht unbedingt nehmen. Deswegen nehmen wir noch Hilfssysteme.
Die sind ja auch unendlich teuer. Und zwar, Polizei braucht länger und Polizei braucht doppelt so lange. Die beiden hauen wir rein. Die beiden kannst du gar nicht miteinander verknüpfen. Okay. Nitro oder Schaden halt, ne? Schaden wäre auch noch eine Option. Ne, komm, wir müssen vor der Polizei flüchten. Auch doppelt so lange. 126.000 übrig, da hätte ich auch den Porsche kaufen können, ey. Und der ist immer noch nicht voll. Ob das so gut war, ich weiß ja nicht. 20% Drift gefällt mir auf jeden Fall erstmal. Das lassen wir so. Dann fahren wir die Karre mal aus, wa? Könnten jetzt natürlich noch... Boah, Alter. Ein bisschen was verändern hier. Aber das ist schon krass. Wir lassen den einfach so, wie er ist. Das passt schon. Effekte, Samples, Tags. Nee. Machen wir alles so. Individualisierung. Hupe, Neon. Neonlicht könnte er vielleicht noch vertragen. Was kostet gerade zu viel in Luftfederung? Den kriegen wir noch tiefer. Brauchen wir. Hat der schon eine Luftfederung drin? Nee. Auspuffzaun. Freigelegt. Nein. Ah. Auf jeden Fall. Maschine. Okay, gut, dann nehmen wir los. S-Fahrzeug haben wir, B brauchen wir gar nicht mehr, so wie es aussieht. Und dann gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Ein A-Event. Nee, ich würde gerne erstmal mit dem S-Fahrzeug fahren. Ich bin mal gespannt. Karre, ne? Zentrale an alle Einheiten. Heute sind zusätzliche Wagen unterwegs, um ein paar Racer zu schnappen. Holt sie euch! Hau ab! Oh, das läuft ja gut. Die ist ganz schön schwerfällig, die Karre. Ob ich mit der auch driften kann. Oh ja, das geht. Und dann schauen wir uns mal das erste Event an. Gibt es hier neue Verstecke? Nö. Event. Drift-Event. Das ist natürlich direkt ein Drift-Event. Ah, können wir ruhig mal hohes Risiko eingehen. Sollten wir schaffen. 81.000. Oh, da ist ein Bärchen. Kann ich das mitnehmen? Oh ja.
wenn ich da mal wieder nicht die Schnauze zu voll genommen habe. Ich sehe schon kommen, dass wir das nicht schaffen. So viele Durchpunkte jetzt wie möglich mitzunehmen. Kann sein, dass wir uns gleich neu starten müssen. Das war nicht gut, oder? Mist. Okay, versuchen wir nochmal neu. Mehr driften. Schauen, dass wir den Multiplikator früher kriegen. Wahrscheinlich auch nicht so die beste Karre dafür. Für diese Straßenverhältnisse oder um das irgendwie Offroad zu fahren.
Na, schaffen wir noch 11.000 Punkte. Sollten wir haben, oder? Okay. Gut, das ist gewöhnungsbedürftig. Fühlt sich halt an wie ein LKW bei der Lenkung. Gut, Straßenrennen. Kommt unser Evo auch nochmal zum Tragen. Hab mal Auftrag für dich. Oh. Kennst du Shimizu? Schützling vor dir. Ich bin nicht die erste Person, die für dich fährt. Wie verletzend. Nein, aber du bist mein Favorit. Jedenfalls muss sein Ferrari LaFerrari abgeholt werden. Im Ernst? Mann, er hat sogar einen besseren Wagen als ich. Na, gucken wir mal, was Rydell für uns hat. Willkommen zurück bei KRSFM News Across the Lake. Während sich das Wahlrennen zuspitzt, sprach Bürgermeisterin Stevenson vor dem Kapitol mit der Presse, um erneut ihr Engagement für Recht und Ordnung. Also Highspeed ist die Karre schon mal gut, ey. Ich habe zu hart für diese Stadt gekämpft, um mich jetzt einfach zurückzulehnen und zuzulassen, dass illegales Glücksspiel in unseren Gemeinden Fuß fasst. Deshalb erhöht das LPD den Druck. Wir werden keine Methoden scheuen, um unsere Reaktionszeiten zu verkürzen und der Kriminalität ein Ende zu bereiten. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass ich es ernst meine. Ja, bei den steigenden Preisen ist es für viele eher ein Glücksspiel, ob sie die nächste Miete stemmen. Ich bin gleich da, Postzentrale! Hallöchen. Ferrari la Ferrari. Dann zeig mal her, was du kannst. Gold, 1 Minute 40, 12.000. Alter, okay, der springt aber ganz schön schnell hoch. Das gut war, ich weiß es nicht. Jo, okay. Okay. Gut, das starten wir nochmal neu, glaube ich. Jedes Mal mit einem anderen Fahrzeug klarzukommen. Also er bremst sehr hart.
Das heißt, ich kann ihn kurz vor der Kurve eigentlich um die Kurve schmeißen. Quasi jetzt. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Oh Mist. Ach komm. Jetzt fail ich aber gerade ganz schön wieder. Ey, gleich zwei unterschiedliche Autos am Anfang. War schon ein bisschen besser. Jo, das war wieder ein totaler Mist. Na, 1,40 wird's nicht. Schade. Naja, nehmen wir Silber mit, ist auch okay. Zwei Neustarts dafür weggeschmissen. Yay. Bin fertig. Der Ferrari war ein Traum. Chimiso hat angerufen. Er hat's nur ungern zugegeben, aber er war zufrieden mit deiner Arbeit. Ich bin echt stolz auf dich. Ihr wart früher echt dicke miteinander. Sag's nicht so, als wär's ewig her. Das war in den frühen 2000ern. Oh ja. Du hast dieses Y2K-Ding miterlebt, nicht wahr? Dachtest du damals echt, die Welt geht unter? Klar. Und deshalb haben wir Party gemacht, als wär's 1999. Okay. Komm schon, den Song musst du doch kennen. Prince? The artist formerly known as? Okay, ich leg jetzt auf. Das wollte ich auch gerade sagen. Leg mal lieber auf. Können wir uns da ein bisschen was angucken eigentlich? Oh, guck mal. Wir fahren schon 100 Stundenkilometer. Läuft. Gut. Alles klar. Damit sind wir aber leider schon wieder am Ende. Aber im nächsten Part dann weiter, dann fahre ich schon wieder offline zum nächsten Event. Damit sage ich erstmal wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video, zum Beispiel Resident Evil Village. Haben wir ja auch vor kurzem neu angefangen. Wieder. Vielen Dank. Haut da rein.